Ui, ui, ui. Am Boden hat geknackst, geil. Meine Damen und Herren, in dieser Szene sehen wir Shorty neben einer Granate oder Mine. Die Legende des Shorty des Gims beginnt hier mit der Ameisenkönigin und Jericho im Hintergrund. Nina. Okay, gehen wir. Oh, es wird eine kurze Geschichte. Hier drüben. Stirb! Ich glaube, die können sie nämlich nicht heilen, die Typen. Das könnte ein Problem werden. Ah, da ein Bein. Alles klar, Shorty. Wird eine ganz kurze Legende. Falls sie sich nicht heilen können, muss ich sie doch zurückbringen. Ich mit sie meine ich Red. Ich glaube, Shorty wird es nicht weit bringen. Naja. Oh je. Ja, ja. Ich glaube, das wird keine lange Legende. Armer Shorty. Ah. Oh je. Da steht wahrscheinlich schon allein durch Fallschaden. Ah ja, okay. Augenbord. Oder Bruder. Kommt schon, Jungs. Augenbord. Team. Komischerweise ist Shorty schneller als die andere. Er raucht eine. Er spielt mit dem Tod. Sehr spielerisch schon mit dem Tod, dieser Shorty. Oh, Red Rocket. Okay. Was gibt's hier? Wie? Hat die Stadt geheißen? Keine Ahnung. Aber wir schauen mal rein. Rösti schaut gerade nicht gut aus. Haus des alten Mannes. Harris. Ford. Was? Oh. Was? Wie? Wie sind Sie hierher gekommen? Was machen Sie in dieser Stadt? Gehen Sie! Gehen Sie, solange Sie noch können! Nein, das stimmt nicht wirklich! Sie sind Killer! Jeder einzelne von Ihnen! Also Beine in die Hand und nichts wie weg, solange es noch möglich ist! Sie glauben mir wohl nicht, habe ich recht? Sehen Sie doch einfach im Keller oder in diesem Schuppen nach! Die sind nicht ohne Grund abgeschlossen! Gehen Sie! Verschwinden Sie! Verschwinden Sie von hier! Laufen Sie! Okay. Andale. Ah, da ist der Schuppen. Schauen wir doch in den Schuppen rein. Ah ja, das schaffe ich. Vielleicht. Oi. Vielleicht auch nicht. Oh. Ja, schaut ganz gewöhnlich aus. Ein paar Kampfmesser. Ein paar Trennmesser.
Nein, das nehmen wir nicht mit, das sonderbare Fleisch. Ein bisschen Deko hier. Ah, ein fremdes Gesicht. Ich würde mit Ihnen gerne über etwas reden. Ich habe bemerkt, dass Sie in Bills Schuppen rumgeschnüffelt haben. Also, haben Sie dort gefunden, was Sie suchten? War dort etwas Unerwartetes zu sehen? Ist das nicht ein bisschen anmaßend, jemanden zu töten, nur weil er für seine Familie sorgt? Wir brauchen doch alle was zu essen. So, so. Nun ja, auch nicht weiter schlimm, wenn vom Essen was übrig bleibt. Hey! Hey! Ungefährlich! Wo ist Fister? Boah, gleich bis im Chat. Red schaut gut aus, Jericho steht ziemlich gut in Deckung. Ja. Er forstet um sich rum. Ich wurde getroffen! Ja, ja! Macht Spaß! Schrott ist kurze Legende. Die Familie Smith natürlich. Ich glaub, das war's mit dem Mädel. Okay, gib mir mein Kostüm wieder. Gehen, sobald wir sicher sind. Ja, nein, nicht. Unter die. Oh, das kannst du behalten. So, zwei Steampacks für dich gleich. Mal schauen, ob sie sie nimmt. Der Shorty, die hat es nicht genommen. Ich hab's probiert. Nein, die wollen von den Steampacks. Ich dachte, ich habe hier ein cooles Team. Oh nein. Oh, Schrotti. Natürlich hat er eine Abgesägte dabei gehabt. Er hat geboxt. Was für ein Idiot. Kampfmesser, davon haben wir gerade einige aufgehoben. Okay. Jack Shorty. Mafa. Machen wir alle. Okay, bringen wir Red zurück. Warte. Ich wollte eine Ameiserin haben. Aber nein, geht nicht. Ah. Hallo, sind Sie verletzt? Bist du verletzt, ist wohl ja die Rede. Unser Held kehrt zurück. Oh, bin ich froh, wieder sich... Danke, Sie sind ein echter Held, wissen Sie? Ich wollte Ihnen eine Belohnung anbieten, aber mit den Kronkorken kann...
Oh Gott, wie pervers. Danke. Ich weiß, dass Sie Ihr Leben schon mal riskiert haben, aber die Mutanten reden von einem weiteren Angriff. Wahrscheinlich sind Sie schon bald hier. Wirklich? Das ist ja großartig. An was hatten Sie denn gedacht? Klasse. Ich werde alle zusammentrommeln. Zeigen Sie uns, wie man sich leise fortbewegt und unsichtbar macht. Bringen Sie uns irgendwann einmal bei, wie man sich vor den Supermutanten versteckt? Also, man geht in den Inventar, nimmt Stealth Boy, unsichtbar. Bringen Sie uns irgendwann einmal bei, wie man sich vor den Supermutanten versteckt? Das gelernt. Unser Held kehrt zurück. Wow, kaum zu glauben, dass sie Time Bomb helfen konnten. Und ich dachte, sie wollten ihn einfach sterben lassen. Habe sie wohl falsch eingeschätzt. Er kann auch nicht kämpfen, aber wenn wir noch etwas länger überleben, müsste er bald wieder auf den Beinen sein. Sie sind ein besserer Doktor als ich. Das ist offensichtlich. Aber wenn Sie eine Behandlung brauchen, gebe ich sie Ihnen gratis. Alles klar. Oh, schaut sogar Geld die Frau. 39 Steam Packs. Fett. Das Schrott ist Schrottflinte. Da, Lady. Schrott ist Rüstung. Wenn ich hier die Rüstung gelassen hätte, wäre sie dann die ganze Zeit mit der Rüstung hier rumgerannt. Alle Vorkriegsbücher habe ich mit, deswegen bin ich so schwer. Ein weiterer zufriedener Kunde. Oh, es ist super hier. Sieht man doch. Die Leute kommen für ihr Leben gern hierher, um Souvenirs mitzunehmen. Ich habe die Sklavenhändler immer dafür bezahlt oder sie hinters Licht geführt, damit sie uns in Ruhe lassen. Nicht, dass das viel bringen würde. Diese Mutanten sind das eigentliche Problem. Zu groß zum Erschießen und zu dumm zum Verarschen. Sie kommen einfach immer wieder. Ja, solange sie noch einen Arsch zum Hinsetzen haben, kann ich sie zusammenflicken. Außerdem verkaufe ich medizinisches Material. Immer vorsichtig. Hat er sie gerettet? Habt ihr jetzt auch schon schleichen gelernt? Haben sie, perfekt. Wo sind die Mutanten? Sie sind tot, oder? Das hatte ich befürchtet. Naja. Der gute Wille zählt. Reden Sie mit Red. Sie wird Ihnen sicher danken wollen. Hat sie schon. Wo sind die Mutant Freaks? Und wer ist das da drüben? Na, schon weg. Vielleicht nur noch an Bord. Anscheinend haben sie echt die Lesson genommen. Jetzt kommen sie. Zur Hölle, ja. Habe ich gleich ein paar Weltkommen-Granaten. Sind jetzt schon verwirrt. Was könnte eigentlich ausgehen? Was für ein Wurf. Das hängt nicht zusammengepasst. Verstecken funktioniert immer. Waren das alle? Lächerlich. Waren das alle? Beobachten Sie die Wüste.
sonst noch was? Okay. Ja. Den Mutanten haben wir es echt gezeigt. Ich hab... Zum ersten Mal seit langer Zeit beginne ich mich sicher zu fühlen. Das habe ich Ihnen zu verdanken. Wir haben es geschafft. Ja. Ihnen helfen. You're welcome. Oh, lass mich weitergehen. Ist jetzt besser? Das müsste es eigentlich, denn das war auch... Passt schon, passt schon. Hier sieht's auch jedes Mal schlimmer aus. Hier sieht's auch okay, ich schätze, das war's hier. Ja, schaut so aus. Oh, wen haben wir hier? Ist das Lucky? Das ist Lucky. Wie wär's mit einem Handel? Warum nicht? Siegesgewehr, her damit. Lesebrille. Oh, das Kostüm. Irgendwie finde ich schon, wenn ich das aufsetze. Hochwertiger Problemlöser. Hat meine Muni nicht. Okay, ich wollte weitergehen. Richtung Bibliothek. Die Hauptquest des Spiels weitermachen. Und das ist Moiras Überlebenshandbuch machen. Hauptquest des Spiels. Eindeutig, was sonst. Okay. Hat Mr. Harrison was Neues zu sagen? Ja, ich habe gesehen, was da draußen passiert ist. Auch wenn diese Leute meine Familie waren. Es musste einfach getan werden. So viele Jahre lang war ich genau wie Sie. Es ist... Ich kann gar nicht darüber sprechen. Das Einzige, was ich tun kann, ist diese Kinder großziehen und versuchen, aus Endale ein ordentliches Städtchen zu machen. Die Kinder bleiben bei mir. Ich kümmere mich selbst um ihre Erziehung. Eine Schande, dass sie ohne Eltern aufwachsen müssen. Aber wenn ich's recht bedenke, ist es eigentlich besser, als mit ihren Eltern aufwachsen zu müssen. Besser ein Waisenkind als ein Kannibalenkind, oder? Ja, warum nicht? Na sicher. Bin aber nicht sonderlich stolz darauf. Es war einfach normal. Wir alle haben es getan. Ich habe nicht mal darüber nachgedacht. Ich heiratete Gladys, wie jeder andere Junge in Endale eben das nächste Mädchen in seinem Alter heiratet. Wir hatten Linda, die später Jack heiratete. Erst als Gladys starb, begann ich über das alles hier nachzudenken. So viele Menschen in den ganzen Jahren. Hunderte, ja vielleicht Tausende. Aber was sollte ich tun? Ich bin ein alter Mann. Aber Sie haben dem Ganzen ein Ende gesetzt. Tausend Dank. Wir werden unser Bestes versuchen. Ich und die Kinder hier in Ende. Beziehungsweise in dem, was davon übrig ist. Es wird nicht einfach. Ich hoffe nur... Okay, viel Spaß mit deinen Kindern. Lass das Babysitten andere Leute machen. Das hat keinen Sinn. Ich bin reich. Weiter Richtung Metrostation. Das ist der Plan. Das wird abgehen. Metrostation. Bücherei. Dort, wo die Bücher sind. Das ist das Nuka-Cola Hauptquartier. Da gehen wir nicht rein. Vielleicht kurz reinschauen. Ein bisschen reinpieksen. Aber sonst rundherum. Jerry Costa ist drüber geschafft. Guter Mann. Ja. Was fightet ihr wen? Robo-Hirn.
Wir müssen viel Leben das Teil. Und das Augenbrot überlebt. Wenn der Gegner so herumzappelt. Alter, eine Pizelle. Mach weg das Ding. Damit. Damit Team, gute Arbeit. Gut, gut. Kollerwerk. Da gibt es wieder Quantums. Habe ich gehört. Oink, 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 oink. Okay, nur kurz reinschauen. Nope, leckt. Verdammt, es leckt fett. Still. Was zum Teufel war das gerade? Huh. Okay, nur reinluchsen kurz. Es gibt auf jeden Fall Feinde drinnen. Der Helm. Augenbot Boy. Und Action Jericho. Gefahr ausgeschaltet. Wo ist Jericho? Ah, okay. Ich kann vor Blutpakete machen in diesem Spiel einfach nichts. Keine Ahnung, warum das so ist. Hier ist gleich ziemlich gefährlich. Alles, was in der Stadt drin ist, viel zu viele Raketenwerfer und so ein Dreck halt. Also, keine Ahnung, gerade. Wo es mich erwarten wird. Raider. Wirklich? Was geht hier ab? Was geht hier unten ab? Schmerz! Schmerz! Wie ist denn du hingerollt? Ich habe mich schon gefragt, was hier abgeht. Echt verwirrend.
krass verwirrend. Interessante Raider Party. Nein. Aufmachen wieder. Hier ist der nächste Tote. 10 Milli. Baseball, nein, danke. Überflutete Metro. Keine Ahnung, ob sie lang geht. Mal reinschauen. Schaut so aus. Schaut so aus. Sind das Minen? Ja. Gut, gut. Schauen wir rein. Was haben wir, Raider? Schlimmer. Uff. Fetter Leck. Schon wieder verdammt, was ist hier los? Kann sein, dass mein Spiel gerade gefrozen ist. Fenster auf, vielleicht hilft das. Ja, ich glaube, mein Spiel ist gefrozen. Cool. Egal, ich bin hier fertig. Es läuft gerade nicht. Leckt viel zu viel. Spiel schließen. Möp. Ja, natürlich. Was sonst?